Berlin, aber auch Deutschland freut sich auf den Papstbesuch. Das ist keine protokollarische Geste, dass wir uns freuen, sondern das ist aus tiefstem Grunde gesagt. Und ich glaube auch, es ist nicht nur die Kirche in Deutschland, sondern wenn ich zumindest die Stimme der Politiker in den letzten Tagen richtig vernommen habe, dann ist es auch durchaus Deutschland, das sich über diesen Papstbesuch mitfreut. Insofern freuen wir uns, dass wir sagen können, der Papst wird als Pastor, als Hirte, Oberhirt der katholischen Kirche hier nach Deutschland kommen. Wiewohl Sie alle wissen, es ist der erste offizielle Besuch des Papstes und insofern wird gerade im Berliner Kontext dieser politische Aspekt auch stark zu berücksichtigen sein und wird auch berücksichtigt werden. Ich will trotzdem sagen, das pastorale Anliegen steht natürlich für die Kirche doch im Vordergrund, wiewohl das andere damit nicht zur Seite gerückt wird, aber das pastorale Anliegen, das auch im Logo und in dem Thema des Papstbesuches zum Ausdruck kommt. Sie alle kennen das Motto, es ist vorgestellt worden, das lautet, wo Gott ist, ist Zukunft. Und wir wollen mit diesem Motto zwei Punkte in besonderer Weise bedenken, nämlich Gott und die Zukunft, weil wir als Christen hier durchaus eine Verbindung sehen, nämlich ohne Gott gibt es keine Zukunft. Das heißt, die Zukunft gibt es nur mit und bei Gott. Das ist unser Glaube und unsere Überzeugung. Ich glaube, die Zukunftsfrage wird gerade im aktuellen Kontext auch von vielen Seiten noch einmal aufgerollt werden. In diesem Sinne ist die apostolische Reise des Papstes auch zu werten. Sie soll Ermutigung im Glauben, Stärkung im Glauben sein. Wahrscheinlich nicht nur für die katholischen Christen, sondern für alle Christen, da das Fundament des Glaubens, ja Gott sei Dank, uns allen eigen ist. Wir sehen in dem Papst, und wir haben es ja in den neuesten Umfragen auch gehört, durchaus einen Repräsentanten des Glaubens und der Weltkirche und freuen uns deshalb, dass gerade auf Berlin bezogen dann auch die Weltkirche im gewissen Sinne des Wortes bei uns zu Gast sein wird. Und wir sehen diesen Besuch des Papstes dann auch als den einen Besuch in Deutschland. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, die einzelnen Orte auseinander zu dividieren oder zu sagen, was ist hier wichtiger oder unwichtiger, sondern dass man diese drei Plätze, die der Papst besuchen wird, im Zusammenhang sieht und in einen Zusammenhang stellt. Anders würden Sie den Besuchsplan des Papstes missdeuten, denn selbstverständlich kann er nicht an jeder Stelle alles und an jeder Stelle das Gleiche tun, sondern an jedem Ort, den er besucht, wird es einen bestimmten Akzent geben. Sie haben das schon vernommen in der Pressekonferenz, wo die Akzente dann gewichtet werden. Und dieses sollte man bei der Gesamtplanung ein Stück berücksichtigen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Papst, wie es in den anderen Reisen also auch schon getan hat, der Kirche, aber auch der Gesellschaft wichtige Impulse mit auf den Weg geben kann, auch im Kontext der geführten Wertedebatte, auch im Kontext der Verbindung zwischen Vernunft und Glaube, dass es also nicht nur eine Glaubensveranstaltung im engen Sinne wird, sondern dass es durchaus auch einen gesellschaftlichen Bezug haben wird. Das ist für Berlin angesichts unserer Situation noch einmal besonders wichtig. Und insofern freut sich auch Berlin dann ganz besonders, dass der Papst das erste Mal als Papst hier Berlin besuchen wird. Wiewohl wir natürlich einen Papst schon als Gast hatten, ist es doch so, dass der deutsche Papst in der deutschen Hauptstadt nochmal einen besonderen Charakter haben wird. Das ist, glaube ich, erstmal von meiner Seite das, was ich sagen möchte, vor allem auch zu den pastoralen Aspekten
Ihnen selber ist nicht nur das Motto, sondern auch das Logo bekannt. Dieses Logo ist zum Teil auch schon erläutert worden. Es ist die Kirche auf dem Weg zu Christus, gekennzeichnet durch die Person, die sich auf den Weg bergauf gemacht haben. Es ist das Kreuz am Ende des Weges als symbolisierter Christus. Und es sind die bundesdeutschen Farben, Schwarz-Rot-Gold, die dann auf Deutschland, auf den Papstbesuch hier in der Bundesrepublik hinweisen sollen. Es geht also dabei eben auch stark um die Kirche in Deutschland, die als Teil der Weltkirche zu Christus unterwegs ist. Der Papst wird hier also landen am 22. September. Der Papst wird dann durchaus einen offiziellen Teil absolvieren müssen, das heißt ein Besuch beim Bundespräsidenten, davon gehen wir aus, er wird ein Gespräch mit der Kanzlerin bestimmt führen, er wird besagte Rede im Bundestag führen und für uns im pastoralen Kontext ist es besonders wichtig, dass er eben am diesen Tag hier in Berlin auch einen großen öffentlichen Gottesdienst feiern wird. Da haben Sie schon Eckpunkte. Ich will aber eins nicht verschweigen, was für uns auch wichtig ist, den einen Punkt, nämlich das Treffen mit der jüdischen Gemeinschaft, weil am nächsten Tag das Laubhüttenfest stattfindet, wird es wahrscheinlich, wenn es dann möglich ist, auch an diesem Donnerstag noch stattfinden. Die Gegendemonstranten sind die anderen. Wir machen keine Gegendemonstration gegen die Gegendemonstranten, sondern wir rüsten uns also nicht jetzt auf gegen jemanden, sondern wir, wenn Sie dieses in Anführungsstrichen verwenden, rüsten auf für jemanden. Wir bereiten uns darauf vor und deswegen haben wir auch den Ort jetzt nicht gescheut, weil wir gesagt haben, wie es bereits angedeutet ist, wenn da andere Meinungen auftauchen, dann ist das zulässig. Und der Papst wird sich da nicht in irgendeiner Weise verstecken, sondern er wird den Ort aufsuchen und sein Programm hier absolvieren. Und ich wiederhole, was ich gesagt habe. Ich glaube auch, dass er sich mit seiner Botschaft durchaus Gehör verschaffen wird. Und er hat da keine Angst, jetzt nach Berlin zu kommen. Für uns ist das keine Glaubensfrage, wo es stattfindet. Aber nichtsdestotrotz müssen wir Zahlen und Nachfragen natürlich berücksichtigen und wir müssen uns auch klar werden, welche Plätze vom Kontingent in Frage kommen könnten. Und da wirken eben sehr viele Komponenten mit, von der Sicherheitskomponente, die man nach Duisburg in besonderer Weise hier in Deutschland bedenkt, bis über die Frage, ist ein öffentlicher Platz dann auch zu schützen. Für uns natürlich die Frage, welche Kapazitäten hat ein solcher Ort und welche Kapazitäten brauchen wir und können wir prognostisch vorsehen. Ich sage deutlich, das, was jetzt zum Teil dann kolportiert wurde, das Olympiastadion, das sind alles Dinge, gegen die ich mich wehre, weil ich sage, natürlich sollte auch über diese Orte gesprochen werden können. Und man sollte nicht von vornherein sagen, dieser Ort käme nun von vornherein nicht in Frage. Aber man muss ihn im Kontext der gesagten Überlegungen natürlich bedenken. Und vieles spricht, und deswegen ist dieses Schloss Charlottenburg ja benannt worden, vieles spricht dafür, und wenn die letzten Zahlen der Größenordnung des Platzes stimmen, die uns übermittelt werden von einer Größe von 10.000 bis 40.000 als Kontingent, dann wird dieser Ort durchaus der priorisierte Ort bleiben. Aber wir schließen trotzdem nicht aus, dass das nun heißt, jetzt ist schon die Entscheidung in dem Sinne hundertprozentig gefallen, aber das ist der Ort, mit dem man durchaus wird können arbeiten, wenn die Zahlen sich so bewahrheiten und die Sicherheit uns sagt, damit sind alle Zuwege auch möglich, denn es hängt ja nicht nur vom Platz ab, sondern auch von den Sicherheitsmöglichkeiten, von dem Sicherheitsplatz, der auf diesem Terrain noch existieren muss. Aber wir sehen das sehr nüchtern, sage ich mal, und sehr funktional und verbinden damit nicht irgendeine Glaubensaussage oder irgendeine Aussage über Volkskirche oder Nicht-Volkskirche. Der große Papstgottesdienst findet nicht in Berlin statt, sondern in Freiburg. Das ist eine Absprache und das hat auch einen gewissen Sinn,
weil hier in Berlin eben das politische Programm, das offizielle Programm, durchaus einen großen Raum einnehmen wird. Die schwierige Frage, ist das jetzt eine Veranstaltung der Ortskirche hier in Berlin? Das heißt also, sind hauptsächlich die Berliner Katholiken diejenigen, mit denen man hier rechnen muss und kann? Oder wie wird es in anderen Diözesen aufgenommen? Mit wie vielen Gästen können wir aus dem Ausland, auch aus dem nahegelegenen Polen zum Beispiel, rechnen? Und wie macht sich das dann bemerkbar, auch wenn wir hier keine expliziten Einladungen aussprechen? Und das ist tatsächlich ein Stück prognostisches Problem. Ich will nur soweit sagen, diese Kapazitäten, wenn ich jetzt mal über den Daumen peile, Schloss Charlottenburg 30.000, dann würde ich sagen, würde uns das 30.000 bis 40.000 durchaus ausreichen nach unserer Einschätzung. Und eine zweite Frage, wird der Papst die 3 Tage seines Deutschlandsbesuchs in Berlin wohnen oder nur sozusagen von dem Donnerstag auf den Freitag? Ja, auch das ist noch nicht abschließend zu beantworten. Fest steht auf jeden Fall, er wird hier in der Nunziatur nächtigen. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie viele Tage. Da sind, wie Sie wissen, durch mögliche Umstellung des Programms im Sinne der Ökumene auch nochmal Überlegungen, die im Gesamt dann bedacht werden müssen. Also die Fremdsprachigen oder ausländischen Missionen, wie wir sie hier nennen, oder Gemeinden, die gehören zu uns. Die werden selbstverständlich eingeladen. Der Papst wohnt ja dann, wenn er in der Nunziatur wohnt, unmittelbar auch neben dem Standort der polnischen Mission. Das wird also niemandem verborgen bleiben, dass der Papst in Berlin weilt. Und die ausländischen Missionen haben doch mal sehr, sehr deutlich gemacht, wie sehr sie sich auch als ausländische Christen und Katholiken hier in Berlin mit dem Papst als Repräsentanten der Weltkirche identifizieren und auf seinen Besuch freuen. Und insofern ist das für uns selbstverständlich, dass es hier Einladungen geben wird, ausdrückliche Einladungen, und wir natürlich auch hoffen, dass die Beteiligung der ausländischen Gemeinden und Missionen dann dementsprechend groß sein wird. Darüber hinaus kommt natürlich auch, das tun wir bei anderen größeren Anlässen auch, eine Einladung an die Bischöfe und die Diözesen, die hier in unserer Nachbarschaft liegen. Da ist Polen besonders bevorzugt. Natürlich liegen einige Diözesen, mit denen wir auch über andere Linien eng verbunden sind, hier an der Grenze. Da besteht allerdings das Problem, dass man nicht hundertprozentig dann voraussagen kann, wie viel werden sich auf den Weg machen. Das war schon etwas schwieriger 1996, so eine Kalkulation dann abzugeben, wie viel kommen aus dem nahegelegenen Polen zum Beispiel nach Berlin. Also da kann ich Ihnen nur so viel sagen, dass das als Möglichkeit geschaffen werden soll. Das ist ja auch die suffisante Frage am Dienstag gewesen, wo dann der Nebensatz zum Hauptsatz wurde, dass der Papst hier keine Bedrohung empfindet, hierher zu kommen. Das bezog sich auf die Frage, ob er das Papamobil hier auch benutzen darf, nicht aus irgendwelchen anderen Überlegungen, dass wir gesagt haben, der wird sich bewegen, wie er sich auf anderen Besuchen auch bewegen wird. Aber Sie haben völlig recht, es ist dann genau zu schauen, wo ist es sinnvoll, auch von der Zeit her, sinnvoll einzusetzen und möglich. Die Möglichkeit selber wollen wir uns offen halten, dass auch hier im weitesten Sinne des Wortes Begegnung mit dem Papst möglich sein können.